Hallo und herzlich willkommen wieder zu Mission Hoch 3, so wie alle drei Wochen, aber heute live auf dem Jumi 23 in der Abendveranstaltung. Wir haben dieses Wochenende das Thema Lost und heute Abend Found und ich freue mich, dass wir wieder Besuch haben. Hallo Nathalie, schön, dass du da bist. Hallo. Erzähl doch mal kurz, wer du bist, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen. Ja, ich bin Nathalie, ich bin eine von den neuen Missionaren bei der DMG und ich werde demnächst in den Niger ausreisen nach Westafrika. Das ist klasse, herzlich willkommen. Bei Mission Hoch 3 reden wir über Gott und die Welt und immer über irgendwelche drei Dinge, die ihr alle wissen solltet und euch anschauen solltet. An der Stelle der heiße Tipp, guckt mal rein auf YouTube oder auf Instagram Mission Hoch 3. Ihr findet inzwischen schon über 30 verschiedene Folgen, wo wir mit Missionaren oder anderen Leuten reden über drei Dinge, die du wissen solltest. Heute hat Nathalie uns drei Dinge mitgebracht zum Thema, nämlich wie Jesus dich in irgendeiner losten Situation gefunden hat. Fang doch mal ganz vorne an, Nathalie, und erzähl uns mal, wie hat Jesus dich überhaupt zum allerersten Mal gefunden? Ja, das war etwas anders als bei vielen von euch. Ich komme nicht aus einer christlichen Familie, aber meine Mama fand christliche Werte cool und deswegen bin ich mit 13 auf einer christlichen Schule gelandet. Für manche nicht so cool, für mich mega cool. Ich habe dort echt authentische Freunde erlebt und auch Lehrer, die mir den Glauben vorgelebt haben und die, ja, die so eine krass andere Art hatten, dass ich gedacht habe, verrückt, was die haben, will ich auch haben. Und so bin ich zum Glauben gekommen an Jesus. Das ist klasse. Jesus hat dich gefunden auf einer christlichen Schule. Vielleicht überlegst du mal, was war dein Moment, als Jesus dich zum ersten Mal gefunden hat. Aber dann gibt es ja auch so ganz praktische Momente im Leben, wo wir uns lost fühlen in irgendeiner Situation und dann braucht es jemand, der uns findet oder hilft. Hast du eine so eine Story für uns als zweiten Impuls, wie du gefunden wurdest? Ja, also eine Situation, wo ich echt lost war, war kurz vorm Abi. Da hatte ich seit Jahren den Plan, ich werde Grundschullehrerin. Und kurz vorher dachte ich, ach du große Güte, du willst doch nicht dein Leben lang mit Kindern arbeiten. Das wird übelst anstrengend. Und dann stand ich da ohne irgendeinen Plan, hatte alle Praktika in die Richtung gemacht und im Endeffekt, ja, war ich dann super dankbar, dass ich mit der DMG ein Jahr im Ausland verbracht hatte oder haben durfte dann und hatte dort einfach Zeit, mir Gedanken zu machen. Und ja, fragt mich nicht, wie es passiert ist. Ich kann es echt nicht mehr erzählen, aber irgendwie kam ich dann auf die Idee, Hebamme zu werden und preis den Herrn, das ist der beste Beruf der Welt. Ich habe zwar immer noch mit Kindern zu tun, aber da sind sie noch nicht anstrengend. Ja, und es ist echt mega, mega cool, dass ich in der Situation gefunden wurde, weil ich echt keine Ahnung hatte, was ich machen sollte. Ist spannend, wie du erzählst, dass du nicht mal richtig weißt, wie es passiert ist, aber irgendwie hatte Gott was damit zu tun, dir den richtigen Weg zu zeigen, aus dieser Lostness irgendwie wieder rauszufinden. Okay, vielleicht ein dritter Punkt. Du gehst ja jetzt als Missionarin auch für längere Zeit ins Ausland. Ich glaube, um für so einen Job irgendwie sich bereit zu erklären, muss man auch irgendwie gefunden werden oder so aus seinem anderen Alltag rausgeholt werden. Wie ist denn das passiert? Ja, das wäre eine längere Geschichte, würde dieses Format hier sprengen. Wenn ihr Bock habt, mehr zu hören, sprecht mich an. Aber in Kürze, es war tatsächlich in der Elfenbeinküste, wo ich mein FSJ gemacht habe vor 10 Jahren, dass es anfing, dass ich dachte, boah, krass, eigentlich ist es echt cool, in einem anderen Land unterwegs zu sein für Jesus. Und war dann nach meinem Hebammenexamen auch nochmal in Thailand, konnte dort ein bisschen Missionsluft schnuppern. Und vor 2 Jahren das erste Mal im Niger, habe meinen Beruf als Hebamme ausprobiert. Und ja, das waren so viele Stationen auf der Reise, wo für mich dann irgendwann immer klarer wurde, okay, ich brauche keine krassen Fähigkeiten, ich brauche eigentlich nur ein bereites Herz und Gott kann mich dort irgendwie gebrauchen und deswegen, ja, hat er mir dann die unerreichten Völker aufs Herz gelegt, weil, ja, im Niger, da sind einfach noch total wenig Christen und da darf ich jetzt hingehen und, ja, war eine längere Reise, aber ich glaube, es ist richtig cool und ich freue mich mega. Sehr, sehr cool. Wir finden es klasse, dass du es machst und losziehst. Und jetzt überleg dir einfach nochmal diese drei Schritte. Vielleicht bist du an dem ersten, wo du sagst, irgendwie bin ich grundsätzlich noch gar nicht mit Jesus unterwegs und ich möchte das erleben, wie er mich findet.
dass ich nicht verloren bin, sondern dass er mich rettet, dann ist das ein Schritt, den du gehen solltest. Vielleicht hast du auch eine Situation wie das zweite von Nathalie, wo du sagst, ich muss irgendwas entscheiden, ich komme nicht klar, ich fühle mich verloren an der Stelle. Du darfst Gott bitten, dass er dir hilft, deinen Weg zu finden, und er wird das tun. Und das dritte ist, wenn du denkst, es sollte vielleicht losgehen oder vielleicht will Gott mich rufen, rausfinden aus dem, in dem ich jetzt gerade bin, und du bist an der Stelle unsicher. Wir haben es gehört, so ein Kurzeinsatz wirkt Wunder, wenn man rausfinden will, was dran ist und seine Berufung entdecken will. Dann mach dich auf den Weg und da helfen wir dir gerne weiter. Das war's für heute mit Mission hoch 3. Wir sehen uns wieder in 3 Wochen. Immer samstags, alle 3 Wochen gibt es 3 Dinge, die ihr wissen solltet. Bis dann, macht's gut. Ciao.